Du hast ja auf die Substanz.at das Ganze auch analysiert und hast unter anderem geschrieben, wer dem Landeshauptmann gefährlich werden könnte. Wer könnte dem Landeshauptmann denn gefährlich werden? Also aus der Volkspartei, also er selber nicht, ja. Er wird alles tun, um sozusagen, also er wird nicht zurücktreten, von sich aus, da bin ich überzeugt davon. Aus der Partei ist kaum etwas zu befürchten. Ich möchte die vergleichen, sozusagen, die Machtverhältnisse in der ÖVP Vorarlberg mit denen, die geherrscht haben in der Bundesorganisation der Sebastian Kurz. Also das war voll auf ihn ausgerichtet, die Organisation. Und es ist dann eben auch niemand aufgekommen. Ja, das liegt vielleicht auch damit, dass Markus Wallner noch nicht in einem Alter ist, wo er daran gedacht hat, einen Nachfolger aufzubauen. Und es liegt vor allem auch daran, dass der mächtigste und der entscheidende Flügel eigentlich der ÖVP in Vorarlberg der Wirtschaftsbund selber ist. Und der wird jetzt nicht gerade in die Offensive gehen und sagen, Markus Wallner muss weg und wir werden sozusagen aus unseren Reihen jemanden zum Nachfolger küren. Die sind sozusagen, die haben sich selbst jetzt ein bisschen ins Out genommen. Ich denke, das ist eher sozusagen das Problem, dass es hier um den Wirtschaftsbund geht. Und hier sind sehr viele Unternehmer, auch prominente Unternehmer aktiv. Und die haben hier, das muss nicht einmal zum Teil, muss nicht einmal Blauäugigkeit, Naivität sein, sondern auch wirklich ein Vertrauen, dass sie hier bei einer seriösen Organisation mitarbeiten und dabei sind und sich engagieren und sich für dieses System sozusagen auch einspannen lassen und installieren. Die haben jetzt ein ganz gewaltiges Imageproblem, weil jetzt ist deutlich geworden, was das wirklich für ein Verein ist. Also mit dem in Verbindung gebracht zu werden, ist nicht sehr angenehm. Und wenn hier auch offenbar keine Bereitschaft besteht, hier wirklich reinen Tisch zu machen und Konsequenzen zu ziehen und Schlüsse zu ziehen, dann steigt hier der Druck, bin immer sicher, sozusagen aus der Unternehmerschaft in Richtung ÖVP. Man liest es ja auch aus einzelnen Leserbriefen heraus oder Statements von Leuten, die sagen, es ist fast eine Schande, dort dabei zu sein. Wie das hier ein Unmut da ist und ein Druck da ist, sozusagen als Unternehmer kann ich mich mit einer solchen Organisation nicht identifizieren. Entweder ändert sie sich oder ich ziehe meine Konsequenzen. Abschließend.